Ja, boy, Skinny Penis. Willkommen zurück zu Fallout für 4. Ich sag's euch mal direkt zu Anfang. Ich habe die Basisleinwand Wo waren wir? Ach ja, genau. Ich habe die Basisleinwand vergrößert von OBS. Das heißt, das hier müssten jetzt eigentlich nicht mehr nur Full HD sein, sondern eben dieses QHD. Ey, da, ganz ruhig. Sondern dieses Q-Ding ins Ultra HD, oder wie es heißt. Also nicht Ultra, nicht 4K, aber das davor. Oh, Daytripper, Ness. Ey, ich habe einen Tripper gefunden. Ness, D. Ja, also dieses, ihr wisst schon, 25 irgendwas mal 1440 oder so. Ja, ich teste das jetzt mal, wie das so geht. Also vor allem, ob da auch 60 FPS gehen. Das war früher immer der Punkt. Oh, Shibri. Da ist irgendwie viel los, kann das sein? Das war früher. Wo ist jetzt da noch einer? Ja. Okay. Warum hängen die da oben dran? Alles klar, shit. Das war früher der Punkt, war, dass ich gesagt habe, ich gehe wieder runter. Ich habe früher meine Videos immer auf 4K gemacht. Aber da ging 60 FPS nicht. Und irgendwann, als es so richtig bekannt wurde mit 60 FPS und es jeder gemacht hat, dachte ich mir, gut, dann gehe ich auch wieder runter auf die normalen Full-HD-Einstellungen, weil nur da ging 60 FPS. Aber ich glaube, jetzt geht's überall. Und darum werde ich jetzt mal hier ein bisschen die Qualität hochschrauben. Es müsste für euch in der Theorie ja besser aussehen. Wobei ich auch schon gedacht habe, dass vielleicht runtergezogene QHD auf normale Auflösung vielleicht besser aussehen, weil die Qualität auf so einem kleinen Ding stattfindet und nicht mehr, wisst ihr, was ich meine? Und nicht, oh fuck, das ist ja ein Sauguter und so. Oda, mach den tot. Ach du Scheiße. Ich gehe einfach rein, denke ja gut. Wird schon chillig. Oh fuck, dude. Ach du Scheiße, okay. Oh. Ja, also mein PC müsste das ja von der Leistung her so oder so schaffen. Das sollte alles kein Problem sein. Es ist halt die Frage, ob YouTube das so annimmt. Gut, gar kein Problem. Wir haben ja Minchen dabei. Und hoffentlich haben wir auch Impulsminchen dabei. So, Impulsminen. Wie schmeißt man die hier nochmal? Ich glaube auf... Nee, okay, auf F nicht. Hier, glaube ich. Hier? Ah ja. Uda, pass auf, Uda! Nur nicht, du pass auf, okay? So. Und dann vielleicht da noch eine hin. Ich will jetzt nicht alle verbrauchen. Weil wir ja gleich dann sicherlich auch noch mehr fighten müssen. Wie nur gegen die kleinen Fürze hier. So. Hat das jemand gemerkt? Scheinbar nicht. Wo ist dieser Müllbot? Wo ist denn dieser überkrasse Müllbot? Oh. Ah nein, nicht die Kleinen. Die Kleinen dürfen die Minen nicht verbrauchen. No, don't do it, no. So, dankeschön. Ich will, dass der Dicke kommt. Da kommt er. Ah. Oh nein, ey, dann. Alter, verarschst du mich gerade? Wie schnell bist du, bitteschön? Oh mein Gott, er ist jetzt explodiert! What the fuck? Ah, oh, ist der schnell! Oh nein! Okay, shit, ich habe so viele verbraucht. Wartet. Ich nehme G. Lecker G, Bre! Ja! Alter, was macht der? Ist der biometrisch verbessert oder was? Aha. Immer noch in Gefahr. Oh Gott. Ja. Immer noch in Gefahr? Exactly. Gottes Willen, ey. Okay. Nehmen wir alles mit. Wir können immer noch rennen, ne? Ja. Wir sind angeblich noch. Handy. Ah, Ada. Sehr schön, dass du da bist. Erschreckt mich doch nicht so. Ich nehme mal direkt in Red Away. So, und Wasser habe ich, glaube ich, vorhin auch aufgehoben. Nicht? Das war, glaube ich, hier oben. Das nehme ich noch schnell. Hier irgendwo war doch Worte. Oder war das unten? Ach, Schüssel. Ich glaube, es war unten. Naja. Ah, da ist es. Diesen. Genau diesen Boba Fett meine ich.
So, wir speichern hart, wir haben den Dicken besiegt. Wartet mal kurz. Ich meine, dass der eine Mine nicht genutzt hat, die ich ihm gelegt habe. Die brauchen wir bestimmt später noch. Darum gehe ich hier nochmal schnell runter. Es war hier unten eine, oder? Warte mal, ich bin hier lang gelaufen, hab... Genau, die... Da ist er einfach dran vorbeigerannt. Okay, ja, ey, da ganz ruhig. Der war schon echt knackig, der Kerl. Vor allem, weil er mit einem Schlag über die Hälfte von unserem Life abgezogen hat. So, sind das jetzt hier alles Gegner oder was? Das sind alles Gegner. Die könnte man natürlich jetzt einfach snacken, so Stück für Stück, ne? Wie viel kann ich denn noch tragen? Gucken mal kurz. 365 von 365. Wir sind voll. Ey, da! Udo! Du musst die Scheiße nehmen, okay? Ja, sehen wir uns mal an, was die so haben. Ja, und zwar, Ada, die ganzen Monster-Roboter, bitteschön, dankeschön. Und diverse Schrötterinen. Kriegst du auch noch. So, Ada, wie viel kannst du tragen? Sau viel oder mittel viel? Sau viel, so wie es aussieht. Sehr schön. Können wir noch irgendwas aufheben? Nee, ne? Ist ja, oh, da ist eine Batterie. Batterie. Aha, Leute, habe ich hier etwa den Geheimgang des Todes gefunden? Giddy Buttercup! Giddy Gabblebop! Wow. Was hüpft denn hier rum? Hallo, warum ist denn das kaputt, bitteschön? Ich musste. Ey, warum sind die alle down? Warte mal, wo bin ich denn hier? Achso. Ach Gott, bin ich bescheuert? Ich wollte gerade sagen, Gottes Willen, wo sind wir denn jetzt gelandet? Nehmen wir halt den Nuka-Cola Quantum mit. Können wir uns reinziehen, wenn wir viel Life brauchen. Run, dude, run. So. Also. Wir sind schon mal da. Nice, dude. Die Geschütze, guck mal, die Geschütze sind noch da. Ich bin nicht alleine, ja. Du kannst auch schießen, ey, da hast du schon gewusst. Hey. So, nehmen wir noch den restlichen Kack. Hier. Habe ich jetzt noch Mods am Start? Nee, ne? Gut. Wir speichern einmal dick, weil wir die Elder jetzt vollgeladen haben und in diesem ultimativen Geheimgang waren. Und jetzt legen wir weiter los. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie besser ist, wenn ich die Auflösung... Oh, fick. Ada, wir haben hier eine kleine Problematik am Laufen. Oh ja, Ada, mach du das mal. Ich weiß nicht, welchen Weg er nehmen wird, deswegen lege ich es jetzt einfach hier hin. Lebt der Ada immer noch? Wow! Ada, was machst du? Du sollst den killen. Torfnase. Der frisst ganz schön, der Kerl, ne? Kann der hier überhaupt runter? Wahrscheinlich nicht. Hallo. It's your boy, Skinny P. Du triffst mich ja gar nicht, du Dösbattle. Boah. Bam, bam, bam. Bye, bye. Ich glaube, er hat jetzt die andere Mine, die hier noch lag, hochgejagt. Shit. Okay. Aber ich glaube, dass das jetzt auch der letzte große Gegner ist, oder? Obwohl, das ist ja der Mechanist hier, also. Erstmal nicht so bescheuert mutmaßen. Mhm. Sind die jetzt alle weg? Sieht so aus. Sind die alle hier runtergefallen und die Ada hat die alle gekillt, oder was? Oder hat der die gekillt? Da steht auch jemand rum. Ah, das ist die andere Seite, wo wir eben waren. Okay. Alles klar. Da ist noch Munition. Wie viel haben wir denn noch? Ja gut, dafür haben wir eigentlich auch noch so viel, aber... Wir nehmen es auf jeden Fall mal mit, Ada. Hey. Ja, nehmen wir noch den Kram hier, bitte. Und zwar diesen Mod und... ja, das war's. And that it was. Ich hoffe, dass die Qualität jetzt dadurch irgendwie cooler ist oder besser aussieht oder wie auch immer. Aber ich weiß... Wollen, ich habe uns da schon diverse Gedanken drüber gemacht und wir haben bei, gerade bei Streamern haben wir gesehen, dass die auf einer ganz merkwürdigen, sehr, sehr kleinen Zwischenauflösung streamen und dann haben wir die Theorie aufgestellt, dass diese Qualität, die man eben in den Stream reinsteckt, also man hat ja einen gewissen Upload,
dass es das besser aussieht, wenn man die auf einem kleineren Bild anzeigt, wie wenn man die stretcht auf ein großes Bild, was ja auch Sinn macht, ne? Das kennt ja jeder, dieses... Ja, das kennt ja jeder. Wenn man sich ein Video anschaut auf YouTube mit 360p und das auf Fullscreen macht, dann sieht es echt bescheuert aus. Aber wenn man es ganz, ganz klein macht, dann sieht es gar nicht mal so übel aus. Und das ist gerade so die Überlegung bei mir. Aber für YouTube jetzt speziell, also für die YouTube-Videos, ist es auch wieder was anderes, das man bedenken muss. Und zwar... Ah, sehr gut. Und zwar kriegen die Videos mehr Qualität zugesichert von YouTube selbst, wenn sie eine hohe Quellqualität haben. Ja, kriegst du einen besseren Codec und so weiter. Wobei ich nicht weiß, ob der Codec besser wird, aber eben die Datenrate wird erhöht. Naja, mal gucken. Mal gucken. Ada, mach hier mal auf, bitteschön. Öffne das. Öffne das. Open your mum. Oh nein! Was passiert denn hier? Himmel, Arsch und Zwirn. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Öffne das. Scanne das. Scanne das. Öffne das. Da ist das so ein Bot da drüben. Na ja, ein Scheinwerfer ist es. Schön wie. Facility Swing. Okay. Öffne das. War da eben ein Feind? Da leuchtet irgendwas rot. Könnte wieder ein dicker Überbot sein. Der uns hier gleich den Töter versohlt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde das auch mal zum Streamen so lassen. Also ich werde alles für Streaming so umstellen. Und falls es heute Abend nicht so gut läuft, beziehungsweise für euch gestern, dann stelle ich es wieder um. Robert leuchtet Menschen wie dich zurecht. Gott! Menschen, die keinerlei Respekt für menschliches Leben haben. Die ihrer Umwelt nur Tod und Schmerz wünschen. Deshalb habe ich, der Mechanist, geschworen, die Unschuldigen zu beschützen und Menschen wie dir ein Ende zu setzen. Alter Bitch oder was? Are you for asking me right now? I'm a Beschützer of the Mankind. Ich bin der krasseste Beschützende. Oh, die spielen da gerade was. Guck mal. And there is... Oh mein Gott, der hat sich gerade bewegt. Warum bewegt er sich? Warum bewegt er sich, wenn ich ins Wetz gehe? Krass. Sind das eigentlich Gegner oder was? Warte mal. Ihhh, voll geistermäßig! Oh. Well, hello. It's your penis, a skinny boy. Okay, der eine rennt weg, weil ich halt da hochgegangen bin. Fangen die immer an wegzurennen. Hallo! Da ist irgendwo meine Mine, oder? Da habe ich jetzt aufgehoben. I'm not show anymore. Oh! Ein Roboterwerkbänkel. Ah, schä. Ist das nicht schä? Ah, das ist schä, oder? Da ist noch Gas. Ah, das habe ich von hier gesehen, dass da Gas ist. Lächerlich. Ich becher mich weg. Da war eine Knuke Kohle, ich hab's gesehen. Oh fuck, dude. This is so critical right here. This is so critical. Da hinten ist ein Computer. Jawollo, jawollo. Was für eine Verschwendung. Ich bin jetzt seit fast 4 Monaten hier unten und mir ist es stinklangweilig. Ich dachte, es wäre spannend, für das Robotikprogramm zu arbeiten. Aber als ich meine endgültige Zuweisung erhalten habe, hätte ich beinahe sofort wieder gekündigt. Umspannwerk A, soll das ein Witz sein? 4 Jahre Ausbildung in der Elektrotechnik und ich soll ein paar Generatoren überwachen? Ich kann einen Mr. Handy oder einen Protectron in unter 2 Stunden in seine Einzelteile zerlegen, aber die haben mich hergeschickt. Was für eine verschissene Verschwendung. Nachdem ich während meiner Zigarettenpause mit Sharpley gesprochen habe, ist mir eine Idee gekommen, wie ich meine Abgeschiedenheit zu meinem Vorteil nutzen könnte. Ich habe einen Kumpel, der für eine Vertriebsfirma arbeitet. Er meinte, ich könnte mir was dazu verdienen, wenn ich einen seiner Zigarettenautomatendioden aufstelle. Dann müssten die Leute nicht immer bis ganz nach oben, wenn sie ein neues Päckchen brauchen. Und ich könnte den Ladies Hallo sagen, die wegen der Zigaretten vorbeikommen. Mann, Sharpley ist echt ein Genie. Ich sollte ihm vielleicht ein paar Päckchen geben als Dank für seine Hilfe.
Ich habe einen ganzen Aufwand betrieben, um den Automaten hier reinzuschmuggeln und dann beschwert sich Banks vom Umspannwerk B wegen des Rauchs. Erst dachte ich, er wäre nur neidisch, weil die ganzen Ladies während ihrer Zigarettenpause bei mir vorbeischauen. Aber dann hat er mir gesagt, dass er offiziell bei Delano Beschwerde einreichen will, wenn für ihn nicht auch etwas rausspringt. Der Rauch ist ihm also egal, die miese Drecksau will nur was von meinem Verdienst. Von meinem Verdienst aus dem Zigarettenverkauf. Könnte sein, dass ich darauf eingehen muss, um mir die hohen Tiere vom Hals zu halten. Offizielle Genehmigung. Ich habe endlich die Genehmigung, den Zigarettenautomat hier im Umspannwerk aufzustellen. Ich schätze, die kostenlose Stangen für den General könnten etwas damit zu tun haben. Jetzt kann mir Banks gar nichts mehr und er sieht keinen müden Cent. Scheint so, als hätte ich ausnahmsweise mal gewonnen. Liegst du hier irgendwo rum? Vielleicht erschlagen von Banks? Kann das sein? Nee. Wo ist dieser Automat eigentlich? Jetzt warte mal, war der hier oben schon? Nee, ne? Where is the sick idiot? Wo ist denn Zigarettenautomatron? Der letzte Kampf steht bevor. Ich hoffe nur, dass wir beide ihn überleben werden. Woher weiß er das, Alter? Oh, she 80, she... Oh, she 80! Look at the 80! Nice 80! Krass, wir sind kurz vor Level Up. So. Ey, dann müssen wir gleich noch alles bei dir abladen, bevor der wieder labert, oder? Ey, dann nicht in die Wand laufen, warte kurz. Aufgepasst. Hier. Aufgepasst. Hör auf, in die Wand zu laufen. Odi. So, Street. Den ganzen Schrott mal weghauen? Wie kann ich die? Gar nicht, ey, da, gar nicht. Wir machen jetzt eine dicke Speicherung. Obwohl das hier echt lächerlich ist für die letzte Bastion, wenn man hier nur so ein Knöpfchen drückt. Aber es sieht so aus, oh Gott, das leuchtet schon so rot, um Gottes Willen. What is happening, Harara? Oh, Hara! Okay. Wir gehen hier auf jeden Fall mal auf Impulsgranaten. Des Weiteren habe ich hier dieses Glas gesehen. Ada? Ach, Ada, du bist so bescheuert. Du bist bescheuert, Ada. Oh fuck! Alter! Juckelkönig hoch 10, ne? Er ist einfach direkt vor mir. What the fuck? Ada, kauf ihn dir! Schnorr ihn dir, Ada! Machen tot den Bangern! Wisst ihr was? Ich hätte gerne Schrotflinte für die Lurchboys. Habe ich hier eine voreingestellt? Das hier ist er, ne? Aber die hat fast keine Muni. Okay, dann doch nicht. Ist da noch einer down? Oh. Oh, neben mir ist auch noch einer, ich hab's gehört. Oh, shit. Nice, Ada, nice, nice, nice. Sehr schön. Ey, der ist so grob, ne? Wenn die erstmal mit ihren Lasern loslegt, rastet die aus. Die rascht aus, sag ich dem Gute, die rascht aus. Kann ich da hoch? War die Leiter, die Treppe da hinten doch nicht voll? Ich dachte, die wäre komplett voll mit Scheißdreck. Doch ist sie. Ada, was laberst du? Hast du mich gerade angelogen? Das ist so typisch für die Ada. Die lädt mich immer. Oh. Was haben wir denn da unten versteckelt? Etwa Zigaretten? Nee. Nein. Einfach nein. Ich würde echt gerne wissen, wo diese Zigarettengeschichte ist. Aha. 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 What do we got here? Hey! Eine Nudelschale, super, bestimmt total lecker jetzt. Hm. Ada, wir werden hier voll verstrahlt. Du nicht, aber ich schon. Okay. Ich denke, ich hoffe, dass wir jetzt gleich da sind. Dauert ja echt ewig. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Oh, Ada, warte mal, was haben wir denn da? Achso, man kann von da einfach rüber. Alles klar, schalalala. Achso, das ist so oder so der... Moment. Nee. Ich kenne mich jetzt zufällig ein bisschen aus, ne? Oh. Oh. Dass sie immer diese Munitionskisten absperren müssen, ne? Gleich. Ja. Was haben wir denn hier? Fotoband des Anlagenleiters. Tony Delano, Anlagen. Das okay. Luftfiltersystem ist wieder hin. Da gibt's hier drin immer einen feinen Dunst.
Wenn diese Leute nicht aufhören zu rauchen, klage ich mir Gesundheitsleistungen ein. Klar, als ob das hier jemand zulassen würde. Wie dem auch sei. McDaniel sieht sich das mal an. Wenn der Lüfter wieder ausgetauscht werden muss, lasse ich Hadley feuern. Ist mir egal, ob sein Vater ein hohes Ziel ist. Er kriegt den Job nicht hin und ich muss das Rawlings erklären. Okay, gut, ich weiß nicht, was dieser Bot jetzt eben gesagt hat, dieser Augenbot. Aber naja, ist ja auch egal. Let's do this, Brie. Gründer-Terminal, Verwaltungs... Hey, wo gehst du hin? Oh Gott, ich wusste es, dass ich lieber mal speichere, bevor das wieder abhängt hier. Jetzt warten wir mal kurz. Warten kann helfen. Aber wir hatten schon, dass wir, glaube ich, 20 Sekunden festhingen. Sieht auch ganz danach aus. Mit Escape komme ich übrigens nur hier hin. Mit Tab komme ich auch nicht weg. Egal, was ich drücke, nichts passiert. Die 10 Sekunden sind schon längst vorbei. Alles klar. Ha, schon so ein bisschen lächerlich, dass sowas passieren kann. Da muss doch irgendwie das Spiel feststellen, dass man einen Befehl gibt und nichts passiert. Ich guck mal, ob ich jetzt rankomme. Ja, jetzt komme ich ran, lächerlich. Aufgaben der Einheit. Aha, aha, aha. Reparaturanweisung. Stimme ist verzerrt. Aha, aha. Anfrage. Aha, aha. Okay. Gut. Sein gut. Ada, wir müssen uns gleich nochmal konzentrieren und dir alles rüber traden. Komm, Ada, wir fahren! Nein! Du wolltest nicht! Ich hoffe, dass es jetzt trotzdem noch geht, dass ich ihr den Scheiß geben kann. Ich glaube, wir sind ziemlich gefüllt, ne? Oder warte mal. Ne, geht. 318, ist vollkommen in Ordnung. Ob ich da jetzt einen Schlag bekomme? Bin ich dran lang? Wow. Oshi. Oshi, lieber mal speichern. Okay. Die haben es scheinbar nicht so mit. Electric. Ada, komm doch mal her, Schätzchen. Ich habe hier Mr. Handy Treibstoff für dich. Ada Pedadra. Oh, oh. Hier drüben. Ah, gute Urdu. Ach, sauberes grünes Kleid? Ne, 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 ne. Nee. Männer will ich dreckige grüne Kleider. Reduziert den durch. Oh, auch nicht schlecht. So, Ada, ganz schnell. Ja, handeln. Hier, nimm bitte mal die Mods nochmal. Hier, ein für alle Mal. Und den Schrott. Okay. Ich speichere hart. Und wir gehen rein. Let's go. Sind wir jetzt endlich bei meinem Mechanist? Ich glaube, wir laufen hier immer nur um den drumherum. Öffne das. Öffne das. Ada, los, öffne das. Research Wing. Dann geh mal zuerst in den Research Wing, ne? In den Research Wing geh mal. Schä. Guck mal, Shadow, nein. Dreh dich, dreh dich. Kannst du das Research riechen, Ada? Total, total wichtig, was die hier gemacht haben. Ist das dieser Teil, wo sie über die Robohirne gelabert haben? Guck mal kurz. Dann ist er, glaube ich, im Research, ne? Persönliche Aufzeichnung, bla bla bla. Sie haben heute wieder einige Subjekte abgeladen. Ich weiß nicht, was diese Leute getan haben, aber da sie aus zivilen Gefängnissen stammen, kann ich nur vermuten, dass sie der Abschaum der Gesellschaft sind. Ich glaube, die Leute haben keine Ahnung, was hier mit ihnen passieren wird. Aber eins ist sicher. Für die Gefangenen wäre es sicher besser, wenn sie ihre Strafe woanders okay. Weil denen ihre Hirne rausgeholt werden, ne, und in die Roboter gesetzt werden. Ich habe einige Gerüchte gehört, die mir gar nicht gefallen. Esteban meinte, dass er gehört hat, wie zwei der Eierköpfe darüber gesprochen haben, dass den Gefangenen das Gehirn aus dem Kopf geholt wird oder sowas. Ich wusste, dass an den Gefangenen Experimente durchgeführt werden, ziemlich heftige sogar. Aber dass sie in wahrsten Sinne des Wortes aufschneiden, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin schließlich zum Militär gegangen, um meinem Land zu dienen und Amerikaner zu beschützen. Schätze, ich werde das Ganze vorerst für mich behalten. Mhm. Die Gerüchte, die im Block die Runde machen, werden immer schlimmer. Einer unserer Informanten meinte, dass die Gefangenen über einen Aufstand nachdenken. Wenn es stimmt, was man hört, dass die Gefangenen zerlegt und die Teile für Roboter verwendet werden, kann ich ihnen das nicht mal wirklich verdenken. Esteban meinte, dass wir direkt Status Gamma 4 einleiten sollten.
9, Gamma 9 einleiten sollten, aber ich will keine Panik verbreiten, wenn es sich vermeiden lässt. Ich habe beschlossen, nach ganz oben zu gehen und die Sache mit General Rawlings zu besprechen. Es ist egal, ob das Kriminelle sind oder nicht, diese Experimente sind falsch und müssen gestoppt werden. Gut. Broderick wurde heute aus der Anlage versetzt. Ich schätze, er darf jetzt Klos in irgendeinem abgelegenen Horchposten in Anchorage schrubben. Sie haben mir die Leitung des Zellenblocks übertragen und ich habe Status Gamma 9 eingeleitet. Nach 2 Tagen dachte keiner der Gefangenen mehr an einen Aufstand. Jetzt ist wieder Ruhe. Die Führung hat mir das okay gegeben, Leute in die medizinische Abteilung zu schicken und alles verläuft nach Plan. Wenn wir den Feind in diesem Bereich schlagen wollen, müssen wir die Roboter einsatzfähig bekommen. Ist doch egal, was mit ein paar miesen Verbrechern passiert. Ich habe Broderick gesagt, dass er die Füße stillhalten soll, aber er wollte nicht auf mich hören. Ich dachte gerade, er würde verstehen, dass das Wohl vieler schwerer wiegt als das Wohl einiger weniger. Das sind immer schwierige Entscheidungen. Die Roboterwerkbank hat enormes Potenzial. Ja. Nicht einmal Jackson hat es geschafft, alle möglichen Kombinationen herauszufinden. Mhm. Oh, Shibri, oh, Shibri! Okay, die sind einfach zu Ghoulen geworden, um Gottes Willen. Die haben die rumgefahren, die Gefangenen. Hier drin mussten sie... Lebt da noch irgendeiner? Das ist schon echt krass, oder? Wenn du gefangen bist und du weißt, dass du... Also gut, die wussten es ja nicht wirklich, aber es kommen Gerüchte auf und du erfährst, dass du möglicherweise den Kopf aufgeschnitten bekommst, dass du dann dann in irgendwas einsetzen können. Also schon echt unangenehm, ne? Alex, komm, nehme ich mit. Cool. Komm schon, Meisterknacker. Ja! Das wär's. Das wär's. No. Vorsichtshalber nochmal in den Kopf geschossen. Man weiß ja nie, ist das hier... Ich nehme an, das soll das Klo sein. Und das hier ist... Keine Ahnung, was das ist. I don't know. Handy, ich kann jetzt nicht... Warum ist es überhaupt auf laut? Wenn ich ungeschnittene Aufnahmen mache, ist es grundsätzlich auf lautlos verschissen. Aber heute halt nicht. Schön. Ach, ist das toll hier, ne? Dieses Etablissement. Geschafft. Was hast du dabei? Ich werde mit euch. Man soll sich jetzt dran gewöhnen. Hahaha. Dass sie nichts tun. Und sobald man dann zu einem reinkommt, der irgendwie so ein bisschen anders da liegt, dann festen sie dich, weil sie noch alive sind. Zeitchen Zeit! Das war's. Hallo aufs Rattenzähne, juhu. Das sind mir wirklich die liebsten Zähne. Aber eigentlich ist ja nichts Besonderes drin. Ich bräuchte die wahrscheinlich gar nicht zwingend aufzumachen. Aber ich will sie aufmachen. Erfahrungspunkte! Zack! Ha! Schön! Oh, da ist sogar ein Grundkorkenvorrat drin. Geh ich natürlich gerne rein, ist klar. Oh yeah, voll viel Zeug! Ada, ich hab gleich noch Zeug für dich, gell? Ich glaube, der ist auch noch alive, der Herr. Wie viel sind denke ich noch alive? Der hat auch noch. Ada, knall den mal ab. Weh, der kommt jetzt einfach durch die Gitterstäbe durchgebackt. Ich will, dass die Ada den einfach ganz genüsslich abschießt, durch die Stäbe durch. Und ich kann hier weiter aufmachen. Und müsste trotzdem die Erfahrungspunkte bekommen, weil ich ihn hier angeballert habe. Cool. Oh, Ada, ich hab den Kill nicht bekommen. Muss ich ihm echt mehr als die Hälfte geben? Oder Minimum die Hälfte oder sowas? Ah, das ist natürlich kritisch oder sowas. Ada, das Verhalten, ich weiß nicht, ob ich das dulden kann überhaupt. Sein Kompagnon-Verhalten. Ja. Also, das ist schon fast ein bisschen gruselig hier, diese Anstalt. Guck mal, da ist ein Loch drin. Halt. Ach, obwohl, komm, ich mach's trotzdem auf. Man hat eben gesehen, dass man von links einfach schon durch kann in dieses Stück. Hier durch, aber naja, was soll das jetzt, oder? Was heißt hier ihr? Wie viel sind wir denn? Ey, da fantasierst du gerade. Na, ah, komm schon! Ich will das hier noch abschließen, bevor die Folge rum ist. Beziehungsweise aufschließen. Ja. Ist down, okay. So. Das werden sie bereuen, dass sie uns angeschaut haben. Da kann uns ja gar nichts machen, der geht dann. Ey, der rastet direkt voll aus. Der stellt sich aufs Bett. Macht einen Aufstand. Warte mal. Gucken, ob er jetzt rauskommt und der Ada schlägt. Oder bleibt er da drin stucken auf seinem Bettchen? Get it on! Ja, die Ada verkloppt. Krass. Ada, ich hab gleich so viel Scheiß für dich.
So, noch zwei Türchen. Wow. It's critical. Na komm. Also, ist hier irgendwas drin? Nein. Und hier letzte Tür, hoffe ich doch. Nein. So. Jawohl. Was hast du dabei gehabt? Silberne Taschenuhr. Okay. Sieht echt eklig aus, oder? Mann, Mann, Mann. Ey, da nimm meinen Scheiß noch einmal. Ich hoffe, dass es dann endlich rum ist. Und zwar Schrott. Bitteschön, haben wir noch. Haben wir nicht. Das sieht hier. Ist das hier oben die Überwachungs. Oh, okay, das hat verschiedene Ebenen. Gut, Leute, dann machen wir jetzt in der nächsten. Oh, ich krieg nicht mehr. Ah, jetzt. Ah! Hopp. Tja, das hätte man sparen können. Okay, Leute, in der nächsten Folge geht's weiter. Ciao, ciao!